Hey Brain, wann machst du endlich mal wieder längere Videos? Genau jetzt. Hi, ich bin Lilliköpfes Brain oder einfach nur Yannick und wir schauen uns heute etwas ganz, ganz Interessantes an. Meiner Meinung nach zumindest sehr interessant. Und zwar, ihr werdet es vielleicht schon unter Playtonic Games verstehen. Wir schauen uns Yooka-Laylee an. Yooka-Laylee wird vielleicht nicht jedem etwas sagen, aber wenn ich jetzt eventuell Banjo-Kazooie auspacke, werden die Ohren spritzen. What the? Werdet ihr wahrscheinlich denken, oh mein Gott, Banjo-Kazooie, der beste Plattformer, der damals jemals rauskam, von Rare. Und dies ist von alten Rare-Entwicklern. Und ist auch genauso geil, wie man sich das vorstellen kann. Das ist eine Toybox, das haben die Bäcker bekommen, also die Brötchen morgens machen. Also die Leute, die halt das Spiel damals in ihrer Kampagne unterstützt haben, die haben diese Toybox bekommen, wo man schon mal so ein bisschen herumspielen kann und wie das Spiel wohl später aussehen wird. Psst, was ist das für ein komisches Geräusch? Komm, zeig dich! So, und jetzt sagt er uns, wie wir uns bewegen können. Und hier muss ich jetzt auch nochmal einstellen. Ihr seht alleine hier schon. Moment. Wenn ich auf diese ganzen Gesichter klicke. Oh, das klingt sogar genauso wie Banjo. Oh, ist das... Oh, ist das schön! Es ist... Oh, ich liebe das. Ich liebe es jetzt schon. Hallöle. Ah, hier ist irgendein Organ in der Nähe. Exterminate! Oh, umbringen, zerstören, töten. Oh, es tut mir leid, Benutzer. Ich habe dich gerade nicht wirklich erkannt. Ich bin Inap. Willkommen zu der virtuellen Realitäts-Sandbox, dem Sandspielkasten. Eine Simulation von, naja, der Welt von dem finalen Spiel. Okay, man kann sich hier bewegen, man kann angreifen in dieser Testarena und alright, wir können alle 100 Quills für einen moderaten für eine moderate Belohnung sammeln. Das ist das, was ihr komischen Menschen, wie ihr das nennen würdet. Press Switch to enter. Okay, und jetzt dürfen wir noch einen großen Knöpfchen drücken und dann gut. A Ground Smash, unsere erste Attacke, wenn man so will. Oh, ist das... Das ist so cool. Ich werd nicht mehr, Freunde. Okay, dieses Video wird jetzt wahrscheinlich einfach nur daraus bestehen, dass wir uns jetzt zusammen mal Yooka-Laylee angucken. Falls euch das interessiert, falls ihr auch Banjo-Tooie-Fans seid oder Banjo-Kazooie, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wer von euch noch so ein Retro-Liebhaber ist, weil das weiß ich wirklich gar nicht. Hier ist irgendwie ein Bug. Bitte sag nicht den Entwicklern, dass sie hier Scheiße gebaut haben. Hat nichts mit mir zu tun, okay? Ich bin nur der Security-Bot und was weiß ich schon über Tutorials. Perfekt. Und ich muss ja ehrlich zugeben, alleine erstens, diese unfassbar schöne Musik, da möchte ich erstmal anfangen. Das Gameplay, was literally genauso sich spielt wie ein Banjo-Teil, es ist wow. Ich fühle mich, als wäre ich quasi nie weg gewesen. Oh Gott, ist das schön. Guckt euch allein diese ganzen süßen Sprünge an und alles. Und guckt euch einfach uns an. Wie süß sind wir? Oh Gott, ich kriege hier einen Cuteness-Anfall bei diesem Spiel. Okay, was haben wir hier? Das sind also diese Quills. Ich bin eine Quill. Naja, eine VR-One. Du musst 100 von uns sammeln und du bekommst eine Page. Also eine Seite bekommen wir dann, wenn wir 100 von denen gesammelt haben. Alright. Dann wollen wir mal gucken, ob wir es wirklich schaffen, alle 100 hier jetzt zu sammeln. Oder ob wir untergehen werden. Ganz lächerlich und arm, wie wir sind. Ach ja, ist das schön, wirklich. Ich habe mich gefreut wie sonst was, als ich die E-Mail gesehen habe, dass man jetzt halt diese Toybox spielen kann. Die Leute, die halt das Geld hier gegeben haben. Ich war eben einer davon. Und mein Herz hat sich mit Freude erfüllt, möchte ich sagen. Denn ich war schon als kleines Kind damals... Oh. Wir brauchen Hacking-Skills, um das aufzumachen. Naja, oder wir könnten einfach nur angreifen. Unsere Hacking-Skills. Ich war als kleiner Pups damals schon in die Nintendo 64 verliebt, alleine wegen Donkey Kong 64, Conker's Bad Fur Day. Das aber eher in den älteren Jahren meiner Kindheit. Was gab's da noch alles? Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Pokémon Snap, diese ganzen Spiele, das war... Oh Gott! Die Nintendo 64 war eine der wunderschönsten Konsolen überhaupt und ich habe damals jede Sekunde
damit genossen, die ich spielen konnte. Damit denn mein Papa hatte die Konsole. Auch schon als kleiner Pups damals. Nicht ganz kleiner Pups, aber ich hoffe, ihr versteht schon, wie ich das meine. So, die können wir wegschieben. Okay. Oh, das ist hier beinahe wie so... Oh, ein kleines Labyrinth. Wir haben hier auch so eine kleine Rollattacke, womit wir eben auch alles so ein bisschen wegschieben können. Oh, ist das wundervoll. Ich werde die ganze Zeit jetzt übrigens nur sagen, dass ich dieses Spiel und dieses Dings wunderschön finde. Das Spoiler Alert kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber ich dachte mir einfach mal, ihr habt gefragt, ob ich nicht mal ein längeres Video machen kann. Es gibt diese wundervolle Toybox, wo man einfach mal alles so ein bisschen ausprobieren kann von dem Spiel. Und damit möchte ich euch halt gerade auch fragen, wenn das Spiel rauskommt, habt ihr Bock auf ein Let's Play davon? Ich weiß, es kommen jetzt halt nur noch kurze Videos, aber gerade bei diesem Video seht ihr jetzt, wenn mich etwas wirklich sehr interessiert, dann mache ich auch längere Videos, die nicht unbedingt runtergecuttet sind wie sonst was. Nur eben diese kurzen Videos machen mir halt so unfassbar viel Spaß, weil ich da so meine Kreativität ausleben kann. Und es kommen in letzter Zeit halt nicht wirklich viele gute Spiele raus. Outlast 2 braucht noch bis zum Herbst. No Man's Sky ist ein Stream-Projekt eher als ein Let's Play. Es sind halt alles Videos oder Spiele, die sich eher für ein Video eignen, wo ich halt sehr witzig mal sein kann für ein Video. Und dann reicht das auch. Man möchte das ja nicht wie so eine Serie, wie so ein Kaugummi langziehen. Und diesen Rubberband-Effekt, den möchte ich halt so ein bisschen entfernen dadurch. Greetings, User. Du hast keine anderen Organe hier gesehen, oder? Das ist so schwierig. Dieses Verlangen, jemanden umzubringen, zu unterlassen. Do you have a favorite? Oh, wie cool. Kennt das gerade Feedbacks? Oh, wie cool. Der sagt mir einfach, ich kann auf den Forum gehen. Auf das Forum gehen. Aber das Wi-Fi hier ist scheiße, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das vielleicht einfach nur ein Trick ist. Oh, wie... Selbst der Humor ist hier genauso eingefangen. Oh, ist das wundervoll. Ja, und wo ich stehen geblieben bin. Ich habe jetzt ja letztens erst... ich weiß noch nicht, ob alle das wissen. Ich bin momentan halt auch sehr aktiv. Mindestens dreimal in der Woche eben auf Twitch unterwegs. Das bedeutet, das ist eine Livestream-Plattform. Ich weiß auch nicht, ob das jeder kennt. Man möchte ja immer alles so ein bisschen erklären. Wo man mir halt live zugucken kann, wie ich was spiele und wo ich live mit euch halt chatten kann, reden kann, eure Fragen beantworten kann und wir halt zusammen einfach ein Spiel erleben. Und da habe ich erst letztens jetzt Donkey Kong 64 komplett abgeschlossen. Das wird jetzt auch bald alles auf dem Stream-Kanal hochgeladen. Da habe ich jetzt auch bald alle Folgen von geschnitten. Und es war so ein Erlebnis. Ich habe es in 100% natürlich durchgespielt, weil mein kleines Archiv mit Herz ist aufgeblüht dabei. Und was sagt er uns hier? Okay, das ist schön. Wir können unter Wasser. Das ist schon mal sehr schön. Er sagt uns, wie wir schwimmen. Wie geht das denn? Rise, sink. Damit können wir uns bewegen. Das sind ja einfache Controls. Ja, das geht auch klar. Das Einzige, was wir nicht können, ist schneller schwimmen. Natürlich sei auch dazu gesagt, wir spielen jetzt gerade wirklich die Toybox. Also es ist ein kleiner Spiele-Sandkasten, um zu zeigen, was dieses Spiel momentan hat. Es kommt nächstes Jahr 2017 erst raus. Dementsprechend könnt ihr euch denken, dass da noch eine Menge mehr Content kommt. Mit natürlich auch richtigen Texturen, wenn man so möchte. Denn das, was ihr jetzt hier gerade seht, das ist natürlich... Das ist einfach nur quasi ein Greenscreen, um zu zeigen, was dieses Spiel eben alles kann. Das ist anscheinend eine Plattform, die wir verschieben können, so wie es aussieht. Dann schieben wir die doch mal da vorne hin. Und genau, wo ich stehen geblieben bin. Donkey Kong 64 habe ich zu 100% durchgespielt. Und das war allein wieder so ein schönes Erlebnis, weil man war wieder in einer alten Welt, die man kennt. Ich muss zugeben, ich habe Donkey Kong 64 damals nie durchgespielt komplett. Und dann in 100% mit euch zusammen im Chat. Das ist unfassbar cool. Und immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn man das halt zusammen dann auch noch teilen kann. Das ist immer sehr, 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 sehr cool. So, und bevor ich hier jetzt rübergehe, würde ich mich eigentlich noch so ein bisschen... Der Schatten unter uns sagt immer sehr, sehr gut aus, wo wir denn landen. Was natürlich nicht unbedingt schlechte Information ist, weil ich hasse es bei Spielen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ergeht. Ich denke mal schon. Ich hasse es bei Spielen, wenn man irgendwie in der Luft ist und keinen blassen Schimmer hat, wo man gleich landet. Weil es keinen Schatten gibt und keine, naja, irgendwie Andeutung, wo es als nächstes hingeht. Was ist das denn hier? Ist das eine Rutsche? Oh, wie süß. Oh, wie süß. Gott, ist das knuffig.
Wie gesagt, da oben konnten wir uns jetzt auch noch eine Menge umsehen. Was denn, wenn wir hier so rüber... Oh, fast! Verdammt! Eine fehlt uns da jetzt noch. Die holen wir uns aber auch noch schnell ab. Uno Momento! Sehr cool. Jetzt sind wir sogar perfekt rüber geslidet. So, jetzt werden wir noch mal einmal kurz hier reingehen. Upsala. Hallo. Was ist denn los hier? Ach ja, ach ja, ach ja. Ich bin auch sehr gespannt, was die hier dann für eine kleine Story entwickeln, denn Rareware war ja schon, oder Rare war ja schon immer bekannt für seine sehr skurrilen Geschichten, die sie erzählt haben. Ich meine, Donkey Kong 64, ein Spiel mit Affen, die gegen einen Krokodilen kämpfen, Banjo-Kazooie, ein Bär mit einem Vogel im Gepäck und Maulwürfen als, nun ja, Freunde... gegen eine Hexe kämpfend, ist alles ein bisschen abstrus, wenn man das so möchte. Demnach bin ich sehr gespannt, was sie noch so anderes gerade jetzt bei einem neuen Spiel hier zu bieten haben. Unten seht ihr es ja auch die ganze Zeit, Yooka-Laylee, Toybox, Pre-Alpha. Damit ich mir nicht jedes Mal wiederholen muss, dass wir hier jetzt auch gerade wirklich nur so einen kleinen Testballon spielen. Oh Gott, selbst hier ist was versteckt. Seht ihr, das finde ich schon beinahe, für, zumindest für Casual-Spieler, die das jetzt einfach nur durchspielen wollen, das Level, die werden das hier zum Beispiel gar nicht finden. Also die könnten zum Beispiel erstmal die ganzen 100% hier schon gar nicht mehr kriegen. Muss auch zugeben, das fand ich jetzt gerade nicht unbedingt einfach, da hinzukommen. Also den Charme und die, ja, nicht Schwierigkeit, aber das, was... Banjo-Kazooie zum Beispiel ausgemacht hat, dass man manchmal wirklich so ein bisschen um eine Ecke denken musste und fliegen musste. Das haben sie auf jeden Fall beibehalten, so wie es aussieht. Das finde ich sehr, sehr schön. Was mir Daniel, also ein Kollege von mir, auch schon gesagt hat, der ist natürlich auch fasziniert hiervon, weil er auch ein riesiger Banjo-Anhänger und Rare-Anhänger ist. Was uns beiden schon aufgefallen ist in einem Trailer, hier ist auch, oder auch in dieser Toybox, hier ist, sind auch diese typischen fliegenden Wechsel der Musik. Das ist unfassbar schön. Also wenn man von einer Stage in die andere geht, dann merkt man gar nicht, dass das Lied aufhört. Es geht ineinander über, als wäre es eine Komposition, wenn man so möchte. Und das ist atemberaubend. Das ist... Oh. Ich könnte dieses Spiel küssen mit allem, was ich habe. Okay, gute Nachrichten. Ich habe alle anderen NPCs in dieser Simulation umgebracht. Jetzt kannst du hier ganz frei rumlaufen. Danke, I guess. Ist ein bisschen gruselig. Aber okay. Fliegen wir mal da hinten zu dieser kleinen Insel. Oh. Obwohl ich zugeben muss, dass die Plattformen für mich noch so ein bisschen befremdlich sind. Wen haben wir hier denn? Ich dachte, alle NPCs sind exterminated worden. Wer bist du denn? Nee. Wo sind wir denn jetzt reingegangen? Hallo? Nee. Wie cool. Upsala. Kann man da vielleicht, wenn man einen Ground Pound drauf macht? Nee, man kann sich die hier einfach angucken. Wie süß. Oh, ist das knuffig. Hier kann man sich dann schon mal so kleine Gegner angucken. Und ihre kleinen, naja, Positionen, die sie einnehmen können und Posen. Das ist ja wundervoll. Okay. Die können wir nochmal eins auf die Nase hauen. Blub. Blub. Ach, guck mal, was passiert, wenn die uns antixen? Ui. Dann werden wir rot. Verständlich. Ich würde auch rot werden, wenn mich einfach einer so anfasst. Keine Frage. Würde ich genauso machen. Wow. Ich hüpfe jetzt natürlich auch hier auf alles drauf, weil ich so ein bisschen gespannt bin, was denn passiert, wenn man alle 100 Federn einsammelt. Ui. Das wäre beinahe schief gelaufen. Kommen wir hier vielleicht schon rüber? Ja, kommen wir. Easy. So.
So. Die Musik. Hier zum Beispiel. Das war jetzt gerade ein ziemlich fliegender Wechsel. Obwohl der noch ein bisschen harsch war, aber so vom Insgesamten her war das genauso. Was sind hier denn so für Flugwinde? Jetzt geht's aber los hier. Jetzt wollen sie zeigen, was sie können. Und jetzt muss man hier auch noch mit dem Move so... Oh, wie cool. Haben wir jetzt schon fast die Hälfte? Oh, zwei noch, dann haben wir die Hälfte. Sehr cool. Hier oben haben wir auch so einen Ball oder sowas. Was macht der Schönes? Stupsen wir den mal an. Ach, guck mal eine an. Was können wir mit dem? Oh, ich sehe jetzt alleine schon diese ganzen wundervollen... Upsala. Ganzen wundervollen Möglichkeiten, die dieses Spiel uns irgendwann geben wird. Eben dann 2017. Hier alleine so eine Runde Golf gegen irgendwen zum Beispiel. Sowas in der Richtung. Und wir haben die Hälfte. Ach, guck mal, fast Benutzer. 50 Quills hast du schon mal. Das ist doch schon mal ein Anfang. Die Hälfte haben wir also hiermit jetzt erreicht. Was ist das jetzt Schönes? Hier ist ein... Ui, ganz schön... harscher Wind. Ja, die lässt mich auf jeden Fall mich lebendig fühlen. Klar. Bisschen sehr harsch. Da oben sind auf jeden Fall auch noch welche drauf. Da kommen wir... Oh, komm schon. Nice. So hoch, oder? Nee. Gibt's ja gar nicht. Oder kommen wir da mit diesem Wirbelwind irgendwie hoch? Ja, obwohl, da kann man hochkommen, wenn man sich ein bisschen... Opa! Hochhaut. Upsala. Ihr seht, dass man jetzt hier zum Beispiel solche Sachen gerade machen kann. Ich glaube nicht unbedingt, dass das der Plan dahinter war. Aber wie gesagt, das ist ja alles nur eine Toybox. Es tut mir auch leid, wenn ich gerade vom Commentary her wahrscheinlich super schwach bin. Es tut mir sehr, sehr leid. Erstens, es ist gerade mitten in der Nacht um, ich glaube, es ist gerade, ich sehe keine Uhr, 3 Uhr oder so. Oder sogar später. Und, Moment, ich wollte eigentlich da vorne raus. Danke, tschüss. Ui, ja, ich bin ganz schön schnell. Ah, ja, ui. Und, ich bin einfach nur fasziniert von diesem Spiel gerade. Und es ist ein bisschen schwierig, alles zusammenzufassen, was ich hier gerade schön finde, weil es ist alles so wundervoll. Und faszinierend. Aber ich wollte euch unbedingt mal hieran teilhaben lassen, wie es ist, wenn ich ein neues Spiel entdecke, worauf ich mich sehr, sehr lange gefreut habe. Und ich dachte, das findet der ein oder andere eventuell lustig. Und so ist dieses Video eigentlich nur entstanden. Und weil immer mehr Leute mal nachgefragt haben, wenn dann mal wieder ein neues, längeres Video kommt. Und here you go. Mates. Here you go. Oh, böse Bälle. Oh, ah, das sind wirklich böse Bälle. Das hab ich nur aus Spaß gesagt. Ich dachte, ihr seid nicht wirklich feindlich. 70 klingt nach einer guten Zahl. Das ist auch wieder dieses typische, kennt ihr das, wenn ihr irgendwo in einem Spiel nicht wisst, ob ihr alles erreicht habt, aber dann habt ihr eine runde Zahl erreicht und ihr denkt euch, ja gut, die Zahl ist jetzt rund. Ich denke, jetzt habe ich in diesem Gebiet wohl alles einigermaßen bekommen. Wenn die Zahl rund ist, das wirkt gut. Das war bei Donkey Kong 64 nämlich super fies, weil bei Donkey Kong 64 hast du manchmal irgendwie wirklich so 51 Bananen gehabt. Und dann hast du auf einem anderen Weg halt nochmal 3 gefunden und dann nochmal da welche. Das war sehr, sehr fies. Das zu 100% durchzuspielen war knackig. Ach, guck mal, hier sieht man jetzt die Partikel, oder wie? Wusstest du, Roboter mögen wirklich gerne Partikeleffekte. Wow, guck mal. Hier gibt's so einen Feenstaub. Was gibt's hier denn alles? Och Leute, ich sehe jetzt schon die ganzen... Ohne Witz, ich sehe jetzt schon die ganzen Welten vor mir. Ich sehe jetzt schon die ganzen Welten vor mir, was dieses Spiel nutzen wird, damit es meiner Meinung nach, um den Titel jetzt nicht Clickbait-mäßig auszudehnen zu lassen, sondern weil ich es wirklich so meine, Banjo-Kazooie 3. Das, worauf alle gewartet haben. Banjo 3, quasi. Nicht 2, sondern 3. Ich weiß, es kam, da muss ich tief schlucken, Banjo-Kazooie Nuts and Bowls raus.
Aber das ist das uneheliche Kind, über das nie ein Banjo-Spieler irgendein Wort verliert. Das Spiel wollen wir alle einfach nur vergessen. Das ist nie erschienen. Deswegen möchte ich das jetzt auch nicht hier vertiefen. Bisschen tiefer müssen wir noch. So. Jetzt können wir hier wahrscheinlich auf dem Grund alles nochmal ein bisschen mitnehmen. So. Gibt es hier unten vielleicht auch einen Eingang? Ich finde das ziemlich cool auch gelöst, weil man kann ja halt wirklich alle Mechaniken testen und so ein bisschen das ganze Spiel erkunden, wie es eben auch gewollt ist. Aber man kann auch in so kleine Räume gehen, um dann nochmal so ein bisschen mehr zu erfahren. Oh, wie süß, wie der sich gedreht hat. Sowieso, die Charaktere sind ja wohl das Knuffigste, was je ein Mensch erschaffen hat. Bitte, schaut euch das an. Wie grandios sehen die bitte aus. So, übrigens, derjenige, der alle meine Wörter, die ich sehr, sehr oft verwende, zählt, bekommt von mir eine Gutschrift für ein Eis. Falls ihr auf der Gamescom seid, ich werde euch dann ein Eis kaufen, wenn ihr den Kommentar mitbringt. Ausgedruckt, wie ihr es geschrieben habt. Wie oft ich manche Worte wie grandios, wundervoll sage. Jetzt habt ihr auch noch einen Deal, auf den ihr hier hinarbeiten könnt. Dann hat das Video für euch auch noch einen Purpose. Okay. Gut, 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 gut. Wir kommen sehr gut voran mit den Quills, wie sie hier heißen. Erinnert mich auch sehr an diese Cheeto-Seiten, die man damals bei Banjo... Kommt man da nicht hoch? Wie soll ich denn dann da hochkommen? Nee. Hoch geht's darüber nicht. Da unten ist aber auch noch eine Plattform drunter. Also so wie ich da hochrollen will, ist es wohl nicht richtig. Das sieht auch eher so ein bisschen aus wie so eine Pinball-Maschine, wenn man will. Also als ob man oben raufgeschmissen wird und dann kann man runterradeln. Upsala. Ich hab nur mal einmal den Kopf gestampft. Ah, wie kommt man denn da oben hin? Erstmal müssen wir sowieso noch dahin, weil da gab es auch noch ein paar Quills zu sammeln. Die habe ich sowieso noch im Auge gehabt. Die wollen wir uns natürlich auch schnappen. Denn wenn schon, denn schon, nicht? Das erinnert mich auch super an diesen Diddy-Move, den man damals bei Donkey 64 hatte. Boing. Ist auch super knuff. Wow, jajajajajaj. Oh, ja, ja. Genau so gewollt, wie ich es gemacht habe. So, alles geplant, wie es hier gerade verlief. Keine Frage. Seht ihr, jetzt fängt es nämlich schon an. Ich habe 83. Es wirkt nicht gut. Es wirkt, als hätte ich ein paar auf dem halben Weg vergessen oder verloren. Ich fühle mich schmutzig. Da kann man reinrollen. Wie kommt man da oben hin? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Da ist doch ein Tor. Wenn man durch das Tor vielleicht einfach geht, Yannick, wie wäre es damit? Ich glaube, das wäre eine grandiose Idee. Das glaube ich wirklich. Kommen wir so hoch? Ich denke nicht, oder? Nee. Da rollen wir nochmal einmal vorbei. Das habe ich aber literally nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie man an so einem riesigen Tor vorbeilaufen kann. Ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht, was? Da ist auch noch eine Truhe. Haben wir die? Die haben wir schon geöffnet. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Auf geht's. Ich hoffe, dass das ein Teleporter nach oben ist, weil sonst wüsste ich wirklich nicht, wie wir da hochkommen. Es sieht aber danach aus. Jawohl. Wundervoll. Oh, wen haben wir denn da? Hallo? Ein Geist. Nee, nee. Der ein bisschen vor uns weglaufen möchte. Da ist ja wohl nichts oben drauf, oder? Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich da oben hochkommen soll. Ach, guck mal, wir brauchen auch nur noch 6. Ja, die 6 werden wir hier jetzt ja wohl noch irgendwo auftreiben können, oder nicht? Ich denke schon.
Ach, guck mal, hier können wir jetzt ein bisschen zerstören, damit wir auch zeigen können, wie es aussieht, wenn hier ein paar Sachen kaputt gehen und auseinanderfallen. Cool, cool, cool. Die Kiste brauchen wir, denke ich mal. Oder brauchen wir? Ne, die brauchen wir gar nicht. Gelernt, wie man schiebt, haben wir ja auch schon. Ach, guck mal an. Sind das vielleicht die letzten Quills, die auf uns warten? Ach, sind das so... Oh, wie... Ui. Das sind so Plattformen, die sich dann auch noch der... Wow. Balance anpassen. 4 brauchen wir noch. 3 noch. Das wirkt so, als müsste ich gleich auf jeden Fall noch mal einmal kurz suchen. Ha, du hast es ganz nach oben geschafft auf diese Insel. Jetzt kannst du das alles, kannst du die ganzen geometrischen Formen und Linien dir angucken. Du solltest das dir lieber einprägen, bevor das Spiel wunderschön aussieht. Mit richtigen, fertigen Grafiken und allem drum und dran. Ach, guck mal einer an. Was haben wir hier denn noch? Ja, hallo? Oh, hier ist doch jetzt bestimmt ganz oben noch eine Truhe und dann habe ich eine Quill vergessen irgendwo. Frame Rate Dip Detected Terminate Artist. Er hat einen Frame Rate Einbruch bemerkt, weil wir zu hoch sind und zu viel gerade uns hier angucken. Fehlt uns jetzt wirklich? Es fehlt uns eine. Das gibt's doch nicht. Die könnte da oben drauf sein, aber da wäre doch nicht... Oh, ah, ja, 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 ja. Eine drauf, oder? Ne, ja, hier ist gar keine drauf. So geht's nämlich auch. Das ist jetzt ja ein bisschen blöd. Naja, dann würde ich sagen, haben wir trotzdem erstmal kurz unseren Spaß und rodeln darunter. Und dann suchen wir die letzte noch. Daran wird es jetzt ja nicht scheitern. Wir können hier nochmal einmal kurz vorbeigucken, aber... Da ist auch nix. Das ist jetzt zum Beispiel wieder auch das Fiese, weil diese Quills sind jetzt ja nicht unbedingt groß. Die kann man auch mal leicht übersehen. Leicht und schnell. Ich glaube aber immer noch, dass ich da hinten bei diesem Tempel da welche vergessen habe. Weil das einfach am ehesten Sinn ergeben würde. Wow, ja, ist ja okay. Zeig alle Attacken, die du kannst, bitte. Und, da kam ich halt mit so einer krummen Zahl raus. Und das ist ja das, was ich meinte. Wenn man mit einer krummen Zahl rauskommt, dann ist meistens kein gutes Zeichen. Ach, wir können hier aber nicht springen. Wir können hier nur rutschen. Oh Gott. Das könnte auch so eine... Oh, hier kann man auch schneller werden und langsamer. Das wird locker so eine Rodelpartie im fertigen Spiel. Papier. No. Nein, nein! Oh, da muss ich nochmal hin. Da konnte ich noch einen Schalter eindrücken. Uno momento. Da müssen wir jetzt ja nochmal einmal hoch. Dass ich an dem Schalter vorbeigerutscht bin. Ich hab sogar gewusst, dass der da ist. Weil den hatten wir schon mal aus einer anderen Perspektive gesehen. Vielleicht gibt es hier auch mehr als 100 Quills, damit auch jeder Trottel, der ein paar übersieht, trotzdem eine Quill-Seite bekommt. Oder wie das jetzt genau hieß. Eine Shito-Seite, wie ich sie jetzt gerne weiter nennen möchte. Weil das einfach die Wunder... Oh! Oh! Hier gibt's nur einen. Das ist ein Ghostwriter. Wie grandios. Das sind dann also auch so sammelbare Dinge wie... Ja, Feen in Donkey Kong oder Jinjos in Banjo. Oh, ist das schön. Ich fühle mich so zu Hause. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Manche Leute werden jetzt eventuell... Upsala. Das Video sehen. Die werden das auch wahrscheinlich dann bis hier nicht geguckt haben. Also falls es bis hier noch guckt, danke an dich. Herzlichen Dank. Es freut mich und ich finde es sehr schön, dass dich das genauso sehr interessiert wie mich. Aber manche Videoleute werden das Video bis hier noch gar nicht gesehen haben. Sich denken, boah, was ist das für ein langweiliger Müll? Das ist ja alles nur hier quasi so ein kleiner Green Room. Aber für mich ist das der absolute Wahnsinn. Und... Da unten öffnet sich jetzt ein Weg. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich durch etwas ganz Spezielles durch. Wobei aber erstmal...
hin navigieren müssen. Das ist gar nicht mal so einfach. Das sieht vielleicht ein bisschen einfach aus, aber ist doch ganz schön knackig. Gebe ich zu. Und was haben wir jetzt hier? Hier sehen wir jetzt einmal die ganzen... Oh, wie süß! Oh, das ist voll rutschig. Das ist Wasser. Hier sehen wir also die ganzen Landschaften, auf denen wir später umher tapsen können. Oh, wie cool! Haben wir das also auch nochmal einmal hier gesehen. Die haben auch wirklich alles reingepackt, was einen so am Anfang direkt mal interessiert, nicht? Nicht schlecht, nicht schlecht. Alright. Und jetzt brauchen wir noch eine. Die meiner Meinung nach ja wahrscheinlich immer noch da drüben ist. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es sehr. Wo die letzte Quill sich versteckt hat. Hier ist sie. Okay. Sehr gut gemacht, Benutzer. Du hast alle Quills-Quota 100 eingesammelt. Eine binärische Klasse. Und jetzt finde mich und sammle deine Pagey ein. Pagey, das ganz am Anfang. Da wollen wir doch dann gleich mal hinhuschen, oder nicht? Wie perfekt. Dann haben wir also alles eingesammelt, was es hier so gibt. Wollen wir mal. Da oben wartet sie auf uns. Seid ihr genauso gespannt? Ich bin sehr gespannt. Da ist unsere Pagey. Ah, Grüße, User. Ich habe ein Geheimnis für dich. Ein Geheimnis? Ah, was war das denn nur? Oh, wow, wo kann der Schalter denn gewesen sein? Auf jeden Fall bei irgendwas Gelbem. Oh, das wird fies. Das Geheimnis suchen wir jetzt natürlich auch noch, keine Frage. Wow. Da kann man es natürlich auch verstecken. Ich frage mich, was das gemacht hat. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Was das ausgelöst hat. Was ist jetzt passiert? Ach, das sagt er dir noch nicht mal. Das ist ja wundervoll. Man darf jetzt also auch noch suchen, was passiert ist. Oh! Guck mal einer an. Das war vorher nicht... Oh, da ist ein Totenkopf. Okay. Was finden wir jetzt hier Schönes? Hi. So, was hast du mir jetzt noch? Grüße, Benutzer. Ich habe ein Geheimnis für dich. Oh, Leute, seid ihr so gespannt? Wenn Rerek look to pirate ship for... Wenn das wirkliche Spiel später erscheinen wird, dann such nach einem Piratenschiff für ein Geheimnis. Ground smash lone rock under a nearby tree to reveal the way. Remember this to find the surprise. Die haben einfach jetzt schon ein Easter Egg erklärt, was später im finalen Spiel drin sein wird. Wow. Das wird sich wahrscheinlich niemand merken können, bis das Spiel dann rauskommt, nächstes Jahr Anfang. Aber die haben jetzt schon was gemacht fürs spätere Spiel. Da fallen wir runter. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man runterfällt? Das habe ich euch jetzt auch nochmal am Ende gezeigt. Ist das nicht schön? Leute, ich hoffe, ihr habt beim Zusehen genauso viel Spaß wie ich beim Spielen bei dieser Toybox. Yooka-Laylee, meiner Meinung nach, Banjo-Tooie 3 oder Banjo 3, Banjo-Kazooie 3, worauf alle gewartet haben. Ich bin gehypt wie sonst was. Seid ihr gehypt? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst einen Daumen da und ein Abo. Wir sehen uns. Euer Brian. Tüdelü. Mit Ü. Brrr.